Was bedeutet jetzt der Hadith? Es wird Leute geben, die zurückbleiben, bis Allah sie irgendwann zurückstellt. Die Gelehrten sagen, wenn sie sich nicht beeilen um das Gute, so wird Allah ihnen das Gute verwehren. Allahu Akbar. Es gab sogar Gelehrte, die gesagt haben, diese Überlieferung war über die Heuchler. Aber so weit gehen wir nicht. Möge Allah uns niemals von den Heuchlern machen. Aber schaut mal, jetzt eine Frage an uns. Wenn wir wissen, jetzt ist das Gebet, warum betest du nicht in der ersten Reihe? Es gibt Leute, die wollen extra in der letzten Reihe bleiben. Ich rede bitte nicht über eine Person, der zu spät gekommen ist oder eine Person, der vorher keinen Platz in der ersten Reihe gefunden hat. Ich rede über Leute, die Möglichkeit, aber er nimmt es nicht in Anspruch. Frage, warum? Warum nimmst du das nicht in Anspruch? Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat dir versprochen, wenn wir wüssten, was in der ersten Reihe ist, wir würden miteinander wetteifern, liebe Geschwister.